Pixels back und damit herzlich willkommen zurück zu Portal. Ich nehme jetzt einfach mal voll lange nacheinander auf, da das Spiel mich einmal unterbricht. Und da ich gerne jetzt am Anfang sehen will, was man hier bei Portal so... Okay, der ganze Bildschirm hat sich gerade verschoben. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Warte mal kurz. Bild zurechtschieben. So schön. Ich nehme jetzt einfach erstmal lange auf, damit ich ein paar Aufnahmen hab. Und weil ich auch gerade ein bisschen interessiert bin, was hier noch kommt. Hey, Kuckuck, ich bin hier oben. Hey, super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Woher weiß er eigentlich, dass ich einen Hirnschaden habe, hä? Das wissen. Okay, hör alle. Zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf, sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Glück auf. Drei. Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang auf. Voll Idiot. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Schließ mich an den Stick. Nicht mehr lange. Ja, dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Nicht mehr lange. Mann, man kann ihn nicht fallen lassen. Langweiliges Spiel. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Ich guck nicht hin. Okay, dreh dich wieder um. Bam, Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Ich hab doch hingeguckt. Heb mich und los geht's. Boah, der achte Test, voll Secret und so. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, Geh sterben. Am besten wir folgen der Schiene. Okay. Am besten du gehst sterben. Aber geht leider nicht. Also nochmal kurz zurück. Eigentlich wissen doch nur die Leute, die... Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Eigentlich wissen doch nur die Leute, die meine Videos gucken, dass ich einen Hirnschaden habe. Also 15 Leute. Also nicht viele. Das heißt, die Erfinder vom Portal gucken meine Let's Plays. Verschwörung. Oh, warum verschiebt sich mein Bild denn immer? Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ja. Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts okay. tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Also, wenn du irgendwelche Vorbehalte gegen diesen Plan hast, dann würde ich dir empfehlen, sie jetzt vorzubringen. Ich nehme Plan A. Hier und jetzt. Plan A. So. Und wenn du denkst, ich habe die Gelegenheit zum Protestieren verpasst, nein, es ist noch Zeit. Let's Play vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein echt cooles Let's Play. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Ciao. Nein, natürlich nicht. Ich fand hinsetzen aber schon immer eine coole Idee. Komm hier nicht lang. Doch. Dacht schon. Durch ihre Kammer. Wer ist sie? Ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Wer ist sie? Ich hätte vielleicht Portal einspielen sollen. Habe ich aber nicht. Naja, egal. Werde ich ja sehen. Hallo, sie? Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß. Ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Vielleicht bin ich und dann der Mensch. Kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte.
Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Okay, weißt du was? Spring einfach. Du hast ja Beinschienen. Allerdings hast du keine Armschienen. Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Wenn ihr mich unterbrecht, unterbreche ich euch auch. Aha, cool. Kanalisation und Feeling oder was? Ah, entschuldige. Am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Und ich glaube, es heißt Labore und nicht Labor. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Yay. Such den Schalter auf dem Fluchtkasten. Alle Schalter drücken. Okay, und sonst nichts anfassen. Also, fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Am besten du machst eine Pause nach jedem Satz. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, okay, ganz ruhig, alles Paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Oh oh. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Oh. Es gibt ein Passwort. Das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen mal sehen. Nicht gut. Ich dachte, ihr könnt so viel quatschen. Geiles Passwort. Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Gut. Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Cool. Du hast was? Oh nein, 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 nein. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Aha. Ich dachte, ich bin eine Frau. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Ich dachte, wir haben sie aktiviert. Verstehe ich nicht. Hey, da ist ein Laser am Ladescreen. Noch ein Laser. Ist da sowas aufgebaut. Yay! Die Schächte fallen mag ich in so ein Spiel am liebsten. Hui, yay! Das ist immer wie Achterbahn. Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Okay. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Ja. Da ist sie. Warte. Da. Dankeschön. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Ja, jetzt können wir Paintball spielen. Mit zwei Farben. Okay. Hier. Und da. Wupp. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Also wir können anscheinend nur Portale auf diese weißen Platten schießen. Und aus Quellen weiß ich, dass sie aus Mondstein sein sollen. Wichtige Quellen. Lass mich das für dich holen. Was denn? Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn.
Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Achso, ich dachte, die einzige Lektion, die man danach lernt, ist, wenn man tot ist, ist man ganz schön tot. Das hätte ich gelernt. Sehr viel. 90, ich dachte, wir waren das letzte Mal bei 8. Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Wir sind voll die Cheater. Wichtig ist, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis an dein Lebensende. Yay! Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Glaub mir, eine Zombie-Apokalypse ist kein gutes Hobby. Hab ich ausprobiert. War nicht empfehlenswert. Deswegen mache ich jetzt Let's Plays. Könnte ich dir auch empfehlen. Ich kann nicht jetzt... Na doch, ich trinke einfach ein Video was. So Gangster. Ja, ich habe was getrunken. Wow. Live. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Ja, sowas mag ich. Laser und... Der muss denn da rein. Oh, bin ich Genius, ey. Und das müssen wir dann aktivieren, wenn wir da drauf stehen. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Ja. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Natürlich bin ich gut da drin. Kennst mich doch. Also ich dich nicht, aber du mich anscheinend. Wie gesagt, wir sollten mal Portal einspielen. Und am besten kann ich jetzt nur in den Ladezeiten reden. Da ich ja sonst immer zugequatscht werde. Also falls ihr ein Projekt sucht, wo ihr nicht viel reden wollt, nehmt es, da quatscht ihr immer jemand. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Entmutigungswürfel also. Habe ich schon mal irgendwo von gehört. Aha, sehr interessant. Einer müsste in der Ecke sein. Gut. Dann holen wir die Ecke doch einfach mal, wa? Achso, dann wird nur der gerüstet. Dann nehmen wir einen mit. Plopp. Plopp. Und wenn wir hier noch rauskommen. Ja, so schick. Damit können wir anscheinend Laser umlenken. Das weht ich schon aus dem Koop. Dann kommen wir hier rüber. Oh Mensch, diese Rätsel gehen so schnell. Sollen wir jetzt den Würfel mit hier hochnehmen oder wie? Da komme ich auch so durch. Okay, komme ich nicht. Gut, was können wir hier noch machen? Gibt es noch irgendwo einen Würfel? Okay, das sollten wir nicht machen. Dann müssen wir hier wohl oder über einen Würfel suchen. Oder da oben ist irgendeine Portalfläche. Ah ja, überall, cool. Können wir jetzt den Würfel nehmen und dadurch dann den hier ablegen. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Cool. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Ich habe auch nicht getestet, dass ich einen Matschhirn habe. Trotzdem weiß ich's. Also, lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Manche Sachen weiß man einfach so. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut, es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Cool. Wollte ich schon immer wissenschaftlich bewiesen haben. Und alles so schön engagiert hier, also. Perfekte Arbeit.
Also was hier passiert ist, das so langweilig und schlecht aussieht, weiß ich auch nicht. Laser Umlenkkanone. Was passiert dann? Gar nichts, da wir zwei Laser umlenken sollen. Ach so. Wie lenkt man den um? Keine Ahnung. Hier können wir raus. Was ist hier? Gekritzel. Aha. Don't even try. Mit schicker Musik. Feels like a driver. Also erstmal ein bisschen Chill-Musik für uns. Schön. Suckers look too many variables. Aha, sehr interessant. Danke für diese Information. Geh bald wieder da hoch. Und nehmen den Würfel wieder mit. Und sind dann wieder hier oben. Und gehen einfach mal darüber. So. Das hätten wir. Und wie können wir das nach da oben lenken? Ganz einfach. Wenn wir noch treffen. Ich bin ein Kameramörder. Achso, da sind auch Portalflächen. Okay. Dann müssen wir erstmal nach da oben. Dann hier den Laser setzen. Und da. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Oh, willst du mal sagen, dass ich fett bin? Ich bin nicht fett. Das ist noch nicht wissenschaftlich bewiesen worden. Da das Spiel ja viel Wert auf Wissenschaft legt, sollten die das mal wissenschaftlich beweisen. Gut. Moment. Ich hab Zeit. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Oh. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Ich setz mich gerne in Ecken und warte, bis ich sterbe. Fertig? Dankeschön. Und jetzt geht's wieder zu und ich werde zerquetscht, Ende. Ich hab fast wie ein Spelunky hier. Erstmal Todesfallen einbauen. Ich hab doch getroffen. Bouton. Bouton. Erstmal mitnehmen. Den Würfel könnten wir immer noch gebrauchen. Hopp. Dann springen wir hier erstmal rüber und wir haben sogar getroffen. Krasser Scheiß. Aber das können wir jetzt nicht so lassen. Okay, dann müssen wir einfach warten, bis die Plattform da vorfährt. Und Leute, was macht ihr heute noch so? Wie, ihr wartet auch auf Plattform? Was für ein Zufall, Mensch. Ist ja nicht so, als würdet ihr das Let's Play gucken. Und deswegen kann ich euch jetzt die Frage stellen. Nein, ihr macht natürlich was viel Wichtigeres, wie den Sinn des Lebens finden oder so. Und dabei guckt ihr anscheinend meine Let's Plays. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Ja, dann gib mir irgendein Speed-Upgrade. Ist doch hier so viel Wissenschaft. Aber die haben echt viele Fahrstühle. Warum habe ich nicht so viele Fahrstühle? Warum? Ich sollte mir echt mehr Fahrstühle zulegen. Cool, Würfel. Ich mag Würfel. Nein! Meine Würfel! Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Aha, sehr interessant.
Dann setzen wir uns jetzt einfach mal raus und fliegen los. Wir leben noch. Bouton. Durch den Bouton gelandet. Den schnappen wir uns jetzt. Oh. Wie so ein Profi haben wir uns den Würfel geschnappt und pow! Raubklatsch. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Yay, ich wollte schon immer meine eigene Luft atmen. Das war schon immer so ein Kindheitstraum von mir. Ich wollte unbedingt schon immer meine eigene Luft atmen. Und jetzt ist es endlich möglich. Oh, Katapultplattformen. Schön. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Ja, viel Spaß dabei. Aber die Katapultplattform sehen wir dann im nächsten Part. Das war's erstmal. Bis gleich. Oder für euch bis in ein paar Wochen. Ciao.